Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Clash of Clans und einem weiteren Kriegssupport und immer noch ohne Intro, wurde ich letztens darauf angesprochen, ich hätte gern ein Intro, ist aber nicht so einfach eins zu finden, ich will nicht so ein komisches von der Stange nehmen und selber machen, dafür bin ich zu blöd, muss ich zugeben, deswegen, falls jemand von euch gut Intros machen kann, dann kann er sich gerne bei mir melden, vielleicht kann man dann was da besprechen und würde ich natürlich auch entsprechend vergüten. Auf jeden Fall zumindest eine Verlinkung und das kann man dann alles besprechen. Also wenn jemand von euch Ahnung hat, immer rein damit in die Kommentare. Und ja, jetzt gehen wir erstmal in den letzten CW rein. Jetzt mal wieder relativ aktuell, nachdem die letzten Tage es ja immer ein bisschen verspätet kam. Und der neue Clankrieg hat noch nicht begonnen, der andere war vorbei und deswegen gucken wir rein. Mein erster Angriff geht auf die gegnerische Nummer 2, eine Base, die man mit maxed Helden und vielen Hexen eigentlich auch mit 3 Sternen machen kann, mit ein bisschen Glück aber auch. Ich habe aber noch keine maxed Helden, deswegen gehe ich auf 2 Sterne und ich werde euch sagen, das ist der erstmal erste Angriff von mir, den ich euch zeige, weil ich mir denke, so ein 2 Sterne Angriff ist nichts Besonderes, das kann ich mir sparen, dann lieber, wenn ich im zweiten auf 3 Sterne gehe, das kann ich euch dann lieber zeigen. So, ich setze hier jetzt die Sprungzauber und dann die Golems und dahinter Magier. Ich setze zuerst die Sprungzauber, damit die Truppen direkt so laufen und sich nicht irgendwo festbeißen. Man hätte hier natürlich auch Mauerbrecher nehmen können, hier bei dem Sprungzauber. Allerdings hätte ich dann erst die Golems setzen müssen und da hat man gerade eine Sprungfalle gesehen. Wäre bei meinem Glück mit den Mauerbrechern etwas gefährlich geworden. Dann setze ich die Helden hinterher. An der Seite wird so aufgeräumt, dass die Golems, die ich hier mittig gesetzt habe, alle in die Mitte wollen. Und sogar noch ein paar mehr, einfach weil der Sprungzauber an der Seite natürlich auch mit in die Mitte reicht. Deswegen gehen da relativ viele hin. Der Lavahund nervt zum Glück nicht so besonders, weil er da hinten nur von Magiern gekillt wurde und die Queen in der Zeit hier in der Mitte schön regeln konnte. Der erste Inferno ist jetzt kaputto. Und das Rathaus fällt auch jeden Moment. Und dann haben wir 47%. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass das jetzt 3 werden. Ich habe die Queen noch nicht gezündet. Und so eine 40er Queen, wenn die gezündet ist, holt die auch nochmal ein paar Prozente. Golems sind da auch noch in der Mitte. Jetzt gleich muss ich sie leider zünden, weil der Inferno zwar wenig Damage macht, aber trotzdem ein bisschen was. Und ihr seht es, 55%, also lockere 2 Sterne. Natürlich nicht das, was ich eigentlich möchte. 3 Sterne sind immer schöner. Im Moment allerdings für mich im Erstangriff eher unmöglich. Also außer es ist natürlich so eine richtig grottige Base, Rathaus 10 anfangen, dann geht das natürlich. Wobei ich es auch da nicht garantieren möchte, aber normal verklappt das schon. Auch solche Angriffe zeige ich euch in Zukunft eher nicht. Ich habe im zweiten Angriff ein Rathaus 9er angegriffen. Ich hätte auch ein Rathaus 10er angreifen können, das wäre so kein Problem gewesen. Allerdings sah ich da keine Chance auf einen zusätzlichen Stern. Und dann dachte ich mir, ja egal, nimmst du mal die 3 Sterne mit für deinen Erfolg, weil irgendwann möchtest du die 1000 CW-Sterne ja voll haben. Und Bonusunterschied, ja, mein Gott. Ich werde es überleben. Im Moment habe ich eh kaum Zeit zum Farmen. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe 4 Bauarbeiter frei. Ich setze hier erstmal draußen Golems und dann nur 3 Magier, also relativ wenig, damit die freiräumen. Queen in die Mitte hinterher, damit die auch freiräumt. Dann setze ich da 4 Mauerbrecher. Das schaffen die schönen 6er Mauerbrecher gegen den Magierturm. Loch ist drin. Mehr wollte ich nicht. Ich habe auch noch einen Sprungzauber dabei. Man könnte natürlich jetzt noch einen Wutzauber hier setzen, damit der Drache schneller fällt. War aber nicht nötig. Ihr seht, meine 40er Queen ist noch unbeschadet. Mein König kümmert sich jetzt um die Queen. Danach um die eine Luftabwehr. Auch die ist kaputt. Dann kümmert sich meine Queen jetzt gleich noch um die andere. Oder nein, sie fällt sogar noch durch den König. Okay, noch besser. Also 2 Luftabwehren aus dem Spiel genommen. Jetzt kümmert sich meine Queen noch um den einen Tesla. Ich hätte hier jetzt den Giftzauber setzen sollen. Dann hätte die Queen vielleicht noch den Tesla und das Rathaus bekommen. Im Endeffekt, egal, Rathaus fällt sowieso im Endeffekt. Ist klar, ich wollte hier eigentlich nur einen. Das ist ein Fehler, der ist mir aus Versehen passiert. Ich wollte eigentlich einen Lavahund setzen, der von hier so reinfliegt zu der Luftabwehr. Und dann die Loons hinterher, damit die Bogitürme
getankt sind. Und den anderen wollte ich irgendwo hier reinlassen. Irgendwie habe ich aber aus Versehen zwei gedroppt und habe gedacht, ja, okay, machst du halt so, überlebst du. Dann setze ich da oben zur nächsten Luftabwehr den nächsten. Es ist Rathaus 9, ich bin Rathaus 10. Der Gute hat einfach keine Chance und hat ja auch noch die X-Bögen auf Boden. Es ist halt schon ziemlich schwierig, da zu verteidigen. Ein Lava-Hund ist jetzt kaputt. Zwei Lava-Hunde kaputt. Und der dritte hat gerade nochmal zwei Luftminen getriggert. Und trotzdem läuft das alles easy. Ich habe noch einen Wutzauber. Ich habe noch einen Heilzauber. Hab hier oben zwei Loons gesetzt für einen Bogiturm. Und ich setze die Zauber nicht mehr ein. Ich brauche sie nicht. Die Loons nutze ich jetzt zumindest noch zwei. Ich weiß nicht, habe ich alle benutzt? Ich glaube nicht. Es ist ohne groß nachzudenken. Das ist einfach wirklich sehr einfach als Rathaus 10er, so eine Base dann mal eben zu überrennen. Habe ich mir nur kurz angeguckt. Also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber da hat man als Rathaus 9er einfach keine Schnitte. Wenn es ein Rathaus 10er nicht schafft, ist der schlecht. Es tut mir leid, es ist so. Natürlich kein frischer Rathaus 10er, aber wenn er das regelmäßig nicht schafft. Ja. Ihr wisst ja, ich habe das schon oft genug gesagt, man ist einfach eine Pflichtaufgabe. Genauso wie der CW-Gegner, es war ein deutscher Clan, Eastside Mafia, haben 28 Siege, nur Clan Level 4, der eine wurde auch gegangen, nachdem er zweimal nicht angegriffen hat, hatten leider für sie keine Chance. Wir haben oben nicht so besonders aufgeräumt, wobei oben geht's noch, die 1 und die 2. Zwei konnte ich nicht nochmal angreifen, die hätte ich im zweiten Angriff, glaube ich, auch auf 3 Sterne versucht, habe ich ja gerade schon gezeigt. Aber die 1, hier, wusste ich nicht so ganz wie. Die X-Bögen sind auf Boden, dadurch wird es für den Queen Walk, den man eventuell machen könnte, schwierig, weil die X-Bögen zu viel Damage raushauen. Ich wäre wahrscheinlich hier oben irgendwie reingegangen, hätte Luftabwehren bekommen und die Clan-Muck, dann hätte die Queen überlebt. Und wenn ich hier unten reingegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich nur eine Luftabwehr bekommen mit zu viel Einheiten. Hätte alles nicht so geklappt, gehe ich mal von aus. Ich weiß es nicht, aber ich denke nicht, deswegen habe ich es dann sein lassen. Gucken wir uns lieber die schönen 3-Sterne-Angriffe an. Hier haben wir einen von unserer Nummer 1. Diese Base sieht man auch ab und zu mal. Dann mit zwei Single-Infernos macht man es natürlich dem Gegner sehr, sehr einfach. Die Base an sich finde ich schon nicht besonders stark. Sie kann auf Max-Niveau ab und zu schon Probleme bereiten. Aber wenn man weiß wie, dann ist die Base relativ einfach machbar auf 3 Sterne. Auch wenn sie gemaxt ist. Also diese Base taugt meiner Meinung nach nichts. Ich sehe es schon kommen, bei meinem nächsten Gegner werde ich diese Base kriegen und gnadenlos verkacken. Ja. Er geht von oben rein. Viele Hexen, sind ja auch 2 Single Infernos. Sehr viele Hexen, 8 Stück oder so. Setzt dann den ersten Sprungzauber und dadurch kommt er natürlich auch schon sehr weit in die Base rein. Man muss bei dieser Base immer von der Seite angreifen, wo nicht das Rathaus steht. Diese kleine Rathausseite, da sollte man niemals von angreifen. Die Truppen laufen dann oft nicht so, wie man es gerne hätte. Es ist schwierig da. Wobei ich denke, die Base, da gibt es viele Ansätze, wie die funktionieren, gesrestart werden kann. Das hier ist auf jeden Fall ein Ansatz. Jetzt setzt er da noch einen Wutzauber. Ihr seht es, die Single-Fans, jetzt nehmen sie zwar mal Magier aufs Korn, aber die ganzen Hexen mit den Skeletten, schwierig für die Single-Infernos. Er hat jetzt den einen Single-Inferno gefreezed, damit die Queen nicht von dem ins Visier gefasst wird. Sehr weiser Entschluss. Da sind jetzt am Inferno sehr, sehr viele Skelette. Leider, leider sind die Tesla noch daneben. Dadurch werden die eine oder andere Hexe gebrutzelt. Aber er hat die Königin noch nicht gezündet. Er hat auch den König noch über. Er hat noch relativ viele Hexen. Da bleibt keine Chance mehr für die Base. Und sie fällt sogar relativ schnell, glaube ich. Es war nicht so ein extrem langer Angriff. Da kommt noch eine Skelettfalle. Aber auch die ist natürlich für die Cuts. Und Riesenbombe auch noch. Und genau das ist ja das Problem bei dieser Base. Die ganzen Fallen, so wie in dieser Art und Weise, liegen draußen oder zumindest ein sehr großer Teil. Hier oben in dem Bereich keine Riesenbomben oder so, die man Hexen wegradieren kann. Und dadurch hat man einfach keine Probleme.
ein Angriff von unserer Nummer 3 auf die 4. Rathaus 9-5er ist der gute Schatten, unser Anführer. Und er greift an mit Golava-Loon. Erstmal hier mit zwei Loons schon mal jeweils einen Bogiturm wegholen. Das ist halt die Sache, wenn die Bogitürme nicht hoch, das Level nicht hoch genug ist, dann schaffen die Loons das noch. Durch die neuen Level ist es mittlerweile schwieriger geworden. Dann kommt die Clanburg. Der Gegner hatte auch relativ schlechte Clanburg, muss man dazu sagen. Eine Valkyrie ist, glaube ich, noch am Leben, aber die stört ja nicht beim Luftangriff. Dann setzt er hier wieder... Er kann da einzelne Loons setzen, damit die Ballons sterben. Das ist halt schon krass. Dann geht er von oben rein, setzt erst die Loons und dann danach die Lavahunde. Ich weiß, wo der Sinn der Sache ist, damit die Lavahunde länger überleben. Er hatte auch nur zwei Lavahunde dabei und geht mit relativ vielen Loons rein. Deswegen ist das okay. Wenn man mehr Lavahunde dabei hat, wäre das natürlich nicht so eine ideale Variante gewesen. Oder hatte er drei Lavahunde? Er hatte drei. Er hatte trotzdem sehr viele Loons dabei. Wenn es jetzt nur 20 Loons gewesen wären, hätte ihm das, wenn das so rumgemacht hätte, mit Sicherheit zu viele Lavahunde, zu viele Loons gekostet und er hätte nicht mehr genug Power gehabt. Aber so reicht es natürlich. Ihr seht es, es sind noch ein paar über. Jetzt hat er da auch noch einen Haste-Zauber. Den hat er natürlich schon auf Level 2. Den habe ich ja noch nicht auf dem Level. Und jetzt hat er die Queen. Oh, die Queen da unten. Wie knapp die überlebt hat. Krass. Krass. Ist natürlich praktisch, so kann ich auch noch mit aufräumen. Ich habe das Gefühl, ich rede mich heute schon wieder über um Kopf und Kragen. Gerade nach Hause gekommen und dann Video aufnehmen ist meistens keine gute Idee. Da mache ich dann, labere ich dann meistens wieder so einen Schmarrn. Das ist unfassbar. Und wenn ich mir die Folge dann beim Schneiden angucke, denke ich mir nur, nein, das hast du nicht gesagt. Es sind natürlich wunderschöne drei Sterne. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Unsere Nummer 6 greift die Nummer 5 an. Es hat dieses Mal nicht so ganz gut geklappt bei den Erstangriffen. Dadurch ist auch dieser eine Stern übergeblieben. Aber in Zweitangriffen wurde das meiste dann wieder geregelt. Und wie gesagt, ich hätte ja den Rathaus noch nicht angreifen müssen. Aber ich wollte in dem Fall. Von daher alles kein Ding. Und selbst wenn ich gemusst hätte, das wäre auch nicht schlimm gewesen. Ich habe ja kein Problem damit, mal ein Rathaus 9er anzugreifen. Es ist halt nur nicht sehr anspruchsvoll. Okay, er geht oben mit allen Schweinen rein und er hat auch noch 6 Loons dabei, was natürlich gar nicht so blöde ist. Hier unten, die Luftabwehren stehen alle relativ mittig. Jetzt ist da einen Heilzauber, der hätte vielleicht noch ein bisschen weiter reingekommen in die Base. Die Schweine sind durch den äußeren am äußeren Rand nur lang gehüpft. Hätte er ein bisschen weiter rein, hätten die... Ach, er hat noch einen Heilzauber, ja. Ich dachte, das wäre der letzte gewesen. Ja, mein Gott. Die Loons hätte er nicht mal gebraucht. Das ist ein Overkill. Und das als Rathaus 9er gegen den Rathaus 9er. Sowas finde ich immer extrem stark. Guckt euch das an, wie viel Armee da einfach noch lebt. Er hat die Seite hier gewählt, damit die Queen fällt. Clanburg kaputt. Und, hier sind zwar Plätze für Doppelriesenbomben gewesen, in diesem Ring. Allerdings wusste er, dass da auch ein paar Einheiten langlaufen werden, wenn Tesla aufploppt. Und von daher war es alles kein Ding und er konnte damit davon ausgehen, dass seine Schweine das alles überleben. Und hier oben stehen die Gebäude eigentlich relativ ideal oder standen, um da mit Schweinen reinzugehen. Die genaue Anzahl muss man dann selber bestimmen. Ich hätte zum Beispiel die Loons, glaube ich, da auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, auch wenn ich die Idee eigentlich gar nicht schlecht finde. Wer weiß, wenn da viele Sprungfallen gewesen wären und die Schweine alle weggeflogen wären, dann wären die Loons noch übergeblieben, um da unten die Verteidigungsgebäude wegzunehmen. Wunderschöner Angriff. Von unserem Nachwuchs, Kampfsau Jörn, der ist drüber gewechselt von unserem Probeclan. Auch hier wieder Hexe und Valkyrie und so ein Schmarrn in der Clanburg. Hat jetzt zum Glück einen Giftzauber dabei, dadurch ist die Hexe kein Problem.
Das Einzige, was davon die Klamuk überlebt, ist die Walküre. Aber auch die ist schnell kaputt. Oh, da hat er den Sprungzauber nicht gut gesetzt. Der hätte einen Ticken weiter nach vorne gemusst, also nach außen. Nur ein Millimeterchen, aber es sind zum Glück nur 8er-Mauern. Bei 10er-Mauern wäre das vielleicht böse ausgegangen. Und jetzt kann er dann die Schweine von da außen setzen. Die Schweine sitzen okay. Ich finde, er hat sie zu unabgezählt platziert. Also er hat die, ist ja so quasi in der Reihe einmal hier oben rumgegangen. Und dadurch fehlt an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Schwein, das woanders besser aufgehoben wäre. Hier unten zum Beispiel die Kanone. Da hatte er jetzt Glück, dass das Schwein die Kanone noch bekommen hat. Das war aber auch schon die zweite Hut an Schwein. Also das Schwein kam schon von woanders. Es war jetzt nicht ein Schwein, was direkt zur Kanone sollte. Die Queen lebt noch, Golem lebt auch noch. Aber Schweine, seht ihr, sind nicht so viele übergeblieben. Oder? Nein, es ist das Letzte, was stirbt. Und deswegen sagte ich ja, dass ich fand die Schweine nicht ideal platziert. Ich meine, was heißt platziert? Er hat sie ja eigentlich nur so gedroppt, ohne sie richtig zu platzieren. Fand ich in dem Fall nicht so ideal. Dup. Die Queen ist aber noch am Leben. Da oben ist noch eine Hexe am Leben mit Skeletten und einem Magier. Und dann ging es ans Aufräumen. Da ist noch ein Lakai. Der stirbt jetzt leider durch den Magierturm. Und da ist auch noch ein Golem, ein großer und ein kleiner, nur die haben halt wieder nichts zu melden, weil die einfach wieder dumm auf die Mauer einschlagen und davon auch nicht ablassen. Es wäre halt schön, wenn der Golem jetzt hier außen lang gehen würde, wo die Queen lang gelaufen ist und dann die Queen wegtanken würde. Es ist nur ein Magierturm, deswegen ist es egal. Wenn das jetzt zwei Bogitürme gewesen wären, hätte das nochmal problematisch werden können. Waren sie aber nicht und von daher sind auch das vom zeitlichen relativ knappe, aber trotzdem wunderschöne 3 Sterne. Einen habe ich noch für euch. Die Nummer 10 von dem schönen Simfoxy. Auch hier Schweine, dieses Mal in einem kleineren Ausmaße. Nur 13 Stück. Aber auch 13 Schweine können ganz, ganz fies werden. Er setzt hier unten erstmal Golems und alle anderen Truppen, die Mauerbrecher. Hätte er sich fast sparen können, wie ihr gesehen habt, hatten die Truppen die Mauer schon aufgesprengt. Giftzauber auf die Clanmuck-Truppen, Queen ist auch direkt mit kaputt und ein möglicher Doppelriesenbombenspot ist auch kaputt. Dann setzt er da einen Riesen zum Tanken für die Schweine, dann dahinter jeweils 3-4 Schweinchen. Dann einen Heilzauber, so dass die Leute da beim Tesla wunderschön noch alles wegräumen können. Oben macht er, oder links macht er es genauso. Dort war dann eine Riesenbombe, die Schweine haben sie aber überlebt, weil es nur eine einfache Riesenbombe war und können deswegen noch weiter aufräumen, während die Verteidigungsgebäude zum großen Teil von Golems weggetankt werden. Und da war eine Doppelriesenbombe da oben. Die Riesenbomben waren alle quasi nutzlos, sie haben also nicht wirklich was ausgerichtet. Und er hat noch eine Queen, die ist noch unbeschädigt gewesen, jetzt nicht mehr, jetzt zündet er sie, jetzt kommt das Schwein. Jetzt geht die Queen auf den Tesla. Und der Tesla muss fallen. Wenn der Tesla es überlebt hätte, wäre es gefährlich geworden. Der hat so eine hohe Feuerrate, da sind die Skelette schnell verpulvert. Bei der Hexe gegen der Kanone, das wäre nicht so tragisch gewesen, aber die Queen regelt das ja. Und dann werden das auch wunderschöne. Und es sieht immer so einfach aus. Perfekte 3 Sterne. Und ich freue mich drüber. Ich freue mich über jeden 3-Sterne-Angriff. Da geht einem immer das Herz aus, wenn man sieht, dass die Leute sich was bei dem Angriff gedacht haben und nicht einfach nur stupide irgendeine Angriffstaktik kopiert haben oder sonstiges. Und das war's für diese Folge. Wir sehen uns im nächsten Ziel wieder. Ich bin auf Nummer 1 gesetzt. Es gibt keinen anderen Rathaus-Szener, der für mich aufräumen kann. Und ich bin gespannt, was ich denn wieder für Fehler mache. Das kennen wir ja von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.